Natur und Berge sind eigentlich mein Spielplatz, wo ich tagtäglich unterwegs bin und das sieht man, ich kann gehen und machen, was ich will. Trailrunning ist eigentlich unbegrenzt. Du machst es eigentlich nicht immer nur trainieren, verbessern, es ist eigentlich ein Erlebnis. Und das ist eigentlich schön an dem Sport, die Vielfaltigkeit, die die Berge mir geben. Das heisst im Winter, im Herbst, im Frühling. Das heisst, ich bin eigentlich jeden Tag in den Bergen unterwegs, ob es Winter oder Sommer ist. Und ja, bin auch sehr viele Stunden alleine unterwegs in den Bergen. Sicher ist schon mal Phasen, wo du nicht mehr magst, wo du denkst, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber nachher fragst du eigentlich, ja, wieso mache ich das? Das ist ja alles freiwillig. Und ich verdiene mit dem nicht ein immenses Geld, aber es ist einfach Leidenschaft dahinter. Und dann gehst du einfach langsamer und irgendwann magst du wieder. Du darfst nicht an die negativen Sachen denken. Du musst irgendwie positiv vorwärts denken. Und dann kommt das, du musst einfach daran glauben. Der Körper ist für, eigentlich, also ist für mich eigentlich mein Werkzeug. Und das Wichtigste ist, dass ich zu meiner Maschine quasi Sorge trage, weil das ist eigentlich alles, was ich habe. Weißt du?